Erstmal vielen herzlichen Dank, dass Sie heute hier Abend so vielseitig aufgekreuzt sind. Wir freuen uns darüber wahnsinnig und wir sind total überwältigt von dieser Anzahl von Leuten, die hierher kommen und sich für das Gamefall interessieren und für die Initiative. Und erstmal vielen herzlichen Dank dafür. Und außerdem, wie Christina eben auch schon meinte, ich habe mich deswegen ein bisschen verspätet und möchte mich dafür auch entschuldigen, weil ich eben noch eine Führung hatte und diese Führungen, die dauern eben alle immer ein bisschen länger oder ein bisschen weniger, man weiß es immer nicht so genau, je nachdem wie viele Leute dabei sind und wie viele Anfragen sind. Und heute ist eben auch wieder so ein Tag, wo sehr viele Menschen vor der Puppenstube standen und eine Führung haben wollten. Das waren wieder ungefähr an die 100 Menschen und wo wir schnell logistisch mit der Situation umgehen mussten. Und deswegen hat es halt ein bisschen länger gedauert. So, genau. Erstmal herzlich willkommen, Herr Werkmeister. Wir sehen uns heute auch zum ersten Mal. Aber ich habe noch jemanden anderen eingeladen, nämlich den Herrn Dabelstein. Und jetzt wollte ich doch mal fragen, wir waren schon auf der Suche nach dem Herrn Dabelstein. Ich weiß gar nicht, ob er das gefunden hat. Ich war, wie gesagt, auf der Führung. Und ich kann ihn jetzt leider nicht sehen im Publikum. Ist er vielleicht hier schon? Herr Dabelstein? Also wir hoffen dann, dass er ein bisschen später vielleicht dazukommt und sich vielleicht in dem Gespräch beteiligen kann. Ich würde jetzt einfach mal kurz Herrn Werkmeister vorstellen. Reicht das denn? Oh nein! So, jetzt sind wir leider nur zu zweit, Herr Werkmeister. Aber ja, wir hatten uns ja schon ein bisschen unterhalten am Telefon. Und ich kenne daher auch ihre Geschichte, was sie mit dem Gängeviertel verbindet. Und kann das nochmal kurz zusammenfassen. Der Herr Werkmeister ist Künstler und hat hier jahrelang in der Fabrik gewohnt und gearbeitet und die Fabrikräumlichkeiten als Wohnatelier genutzt. Und er hat auch eine ganz eigene Geschichte, wie er diese Räume entdeckt hat, wie er diese Räume für sich entdeckt hat und kann auch sehr viel über das Gebäude und diese Gegend zum Zeitpunkt, als er das entdeckt hat, erzählen. Was wahnsinnig spannend ist und wo ich vielleicht Herrn Werkmeister einfach mal erzählen lassen würde, wie Sie denn eigentlich auf dieses Gebäude aufmerksam geworden sind. Ja, bin ich fast ein bisschen neidisch auf die Attraktion, die jetzt durch den Skandal ausgelöst wurde, neidisch auf so viel Interesse. Die hatten wir eigentlich damals nicht, als wir hier gewohnt waren. Ich weiß nicht, wie lange das vorhalten wird, aber immerhin ist es vorhanden. Und ich finde das schon sehr interessant, dass einer vielleicht romantisch-provokativen Art sich hier an Unmut geäußert hat, auf diesen Skandal, dass dieses Haus jetzt seit Beginn 8 Jahre und davon im letzten Bereich 4 Jahre völlig verwahrlost. Also man kann nicht davon ausgehen, dass hier professionelle Arbeit geleistet worden ist, denn es ist immer ein Herz Hamburgs und ich möchte keine Spekulationen von mir geben, weil ich das ja nicht, wie gesagt, begründen kann. Aber die Attraktivität, die uns damals, also uns, fange ich mal ganz kurz an, 1972. 1972 war ich mit meiner jungen Familie in Rissen gewohnt, das war etwas weit weg. Der grüne Gürtel war noch zu grün für unsere Jugend, also ich wollte in die Stadt. Und hatte das Glück, dass ich damals den Verleger Christian kannte, der ja bei der Oper seinen Verlag hat. Inzwischen ist das eine Baugrube geworden, der alte Herr ist gestorben. Und durch Zufall, wie das manchmal so ist im Leben, wegweisender Zufall, dass ich ihn fragte, wo kann man hier in der Innenstadt einen Raum bekommen? Er sagte, gehen Sie doch hier rüber, hier ist das seit halbe Haus, ist 2 Jahre leer. Tatsächlich, der 4. und 3. Stock, die waren leer und zwar aus vollem Grund. Es gab ein Klischee, der Kunstklischees herstellte, mit Namen Uhrmacher. Und der hatte Steuerschulden und ist plötzlich abgehauen. Und war auf Menorca, ist aber als Strandfotograf gesichtet worden sein. Und durch diesen Umstand blieb das einfach 2 Jahre lang leer. Mit all den